Diese Tasche löst Begeisterungsstürme aus. Absolut. Ich übertreibe ungern, ja. Diese Tasche hatte ich Ihnen zu Jahresbeginn versprochen, wenn Sie Deutschland Akademikerin bekommen zu wenig Kinder, können Sie in jeder dritten Politikerrede hören, wenn Sie nach dem Aufruf, der zu Beginn des Jahres in dieser Sendung erfolgte, als Akademikerin geschwängert wurden und dies uns in einem sehr, sehr intensiven Fragebogen auch bestätigt haben. Wir haben 130 Bestätigungen circa erhalten. Mutterpässe, Befruchtungsdatum, ja. Stempel, Art der Begattung, wann es passiert ist, wie es passiert ist. Ehrlich gesagt, so detailliert wollten wir es zum Teil gar nicht wissen. 20 Babys sind schon da. Ungefähr 20? Ungefähr 20, 22. Der Rest ist vor Hoffnung. Die Taschen sind präpariert. Ich kann Ihnen das zeigen. Sie sind zur Auslieferung bereit. Die Auslieferungsanträge sind genehmigt. Diese Taschen haben wir persönlich hergestellt. Da ist nicht irgendwie wieder ein Sponsor oder eine Schleichwerbung mit drin. Die haben wir in Handarbeit und mundgeblasen hergestellt mit Babyzubehör. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich wollte diese Begeisterung selber erleben. Wie reagieren unsere akademischen Mütter, wenn ich klingel und sage, hallo, ich bin's, ich bringe die erste Tasche persönlich vorbei. Gestern war ich zu Gast bei Frau Lehmann-Stein. Hier ist das Haus und jetzt macht sich bezahlt, dass ich immer Rudi Carrell geguckt habe, weil ich weiß jetzt einfach, wie das geht. Das Gas und Tor ist schon offen. Ja? Mal sehen, ob die junge Mutter zu Hause ist. Hallo! Sie sind überrascht. Ja. Ich habe ein Kamerateam mitgebracht. Wenn Sie es nicht stört, dürfen wir reinkommen mit der Kamera? Ja, wir dürfen reinkommen. Ein hübsches Tier. Und da hinten liegt ja schon der kleine Filius. Wie alt? 2 Wochen knapp. Oh, das ist immer ganz vorsichtig. Du leist, dürfen wir reinkommen? Ja, ja. Das wäre also die Tasche? Mit WM-Tickets. Das ist das Problem. Also dafür habe ich mich ja beworben, für die WM-Tickets. Sie sind hauptsächlich schwanger geworden wegen der WM-Tickets? Genau. Mhm. Das ist natürlich das ganz Peinliche. Ich habe aber nicht mal ein einziges Ticket. Oh. Ja, wissen Sie, ich kann nicht rankommen. Die FIFA ist schuld. Sie haben das ja sicher mitgekriegt, diese Methoden, dass man sich nur im Internet bewerben kann. Und ich muss mich jetzt natürlich in der Sendung ganz massiv entschuldigen. Es sind 100 Frauen schwanger geworden und ich habe kein einziges Ticket. Das ist aber traurig. Ja. Hatten Sie eigentlich sich mehr... Weil das war der Grund, warum ich meinen Mann rumgekriegt habe. Ja, mit dem WM-Ticket, das ist mir wahnsinnig peinlich. Ich habe das so leicht dahingesagt. Ich wusste gar nicht, wie der Modus ist, dass man an Tickets kommt. Mhm. Ja, ich dachte, gut, man kann da welche kaufen. Das hätte ich auch und wirklich die gemacht. Die ARD kommt auch nicht da dran. Die können ich den Gebühren? Zu Recht, Sie sind zu Recht empört. Also es sind zwei Hauptschuldige, genau. Die ARD und die FIFA. Sie persönlich, Sie gehen doch bestimmt zu irgendwelchen Spielen. Das ist das Telefon? Mein Handy. Achso, soll ich mal für Sie rangehen? Oder, können Sie machen, das ist bestimmt mein Mann. Hier, grün. Ja, ich kenne mich aus, bin ein Technikfreak. Stein Lehmann, hier ist Harald Schmidt. Hier ist Harald Schmidt. Ja, ich grüße Sie, ich bin gerade bei Ihrer Frau. Ihre Frau ist stinksauer auf die ARD, weil ich keine WM-Karten bekomme. Sie sind jetzt aber auch sauer, Sie wirken jetzt nicht mehr ganz so fröhlich wie gerade eben. Er hat sich extra ein Kind. Ja, ihr Mann hat wirklich auch gesagt, das ist der einzige Grund, warum das Kind gezeugt wird. Das arme Kind, dabei ist es so ein süßer Junge. Ja? Ja, aber ich meine, gut, WM ist ja immer wieder, aber das Kind ist ja wirklich, da kann man wirklich nur gratulieren. Also Sie hätten jetzt kein Kind bekommen, wenn wir nicht gesagt hätten, es gibt WM-Karten. Genau. Da freue ich mich ja schon auf die 99 anderen Frauen. Interessiert Sie überhaupt, was in der Tasche ist, oder soll ich es gleich wieder mitnehmen? Sie wirken so ein bisschen, ich kann die Enttäuschung wahnsinnig verstehen. Ne? Nein, wir können mal gucken. Nehmen wir an, Sie haben sich ja vielleicht was Nettes anderes dann ausgedacht. Hier drin? Mhm. Sie meinen, dass das eine große Überraschung ist? Es ist nur die Tasche. Ne, es ist die Tasche mit Fläschchen, mit Windeln und mit so ein bisschen Babyzubehör. Ja, ich meine, kann man gebrauchen. Sie dachten, da kommt jetzt noch was im Sinn von Bargeld oder eine große Überraschung, so wie bei Wer wird Millionär oder sowas? Ja, irgendwie habe ich gedacht, also dafür, dass wir ein Kind in die Welt gesetzt haben, richtiges Akademikerkind, wie Sie das wollten. Ach so, jetzt fällt mir das überhaupt wieder ein. Das war ja die Aktion, weil Akademikerinnen zu wenig Nachwuchs bekommen. Genau. Ja. Ganz ernstes Thema. Finden Sie?
Also Sie haben das jedenfalls so ein bisschen dramatisiert damals. Ja gut, um die Menschen aufzufordern, sich schwängern zu lassen, also die Frauen, ja. Aber ich stelle mit Entsetzen fest, Sie haben alles richtig gemacht, wirklich alles. Und bei mir ist es nicht nur so, dass ich keine WM-Karten habe, sondern ich weiß überhaupt nicht mehr den genauen Anlass für die ganze Aktion. Ja, das war der Akademikerinnen-Nachwuchs. Zeugungswettbewerb hieß der so? Ja, mit ganz ausführlichen Formularen, dass man genau. wirklich erst geschwängert wurde, nachdem der genau. Aufruf erfolgt ist, welches Studium und so weiter. Genau. Oh, da können Sie mal sehen. Man kann nicht sagen, dass alle Leute vom Fernsehen so oberflächlich sind, aber bei mir ist es natürlich schon jetzt ganz grausam. Naja, ich habe auch ein bisschen Mitleid mit Ihnen. Sie müssen wieso? Ich bin nur der Arsch vom Fernsehen, der das alles eingetütet hat und jetzt keine Karten hat oder hässliche Tasche. Sie müssen das ja vor der Welt rechtfertigen. Das ist ja, aber die, was glauben Sie, wie die Welt... Das ist ja für so einen Fernsehmann, und dann kann man ja ganz schön an Glaubwürdigkeit verlieren, oder? können Sie nicht ein bisschen halb so hart machen? Ich guck mal, ich habe es Ihrem Mann versprochen. Ich komme vielleicht noch mal vorbei. Also das soll keine Drohung sein. Wenn nicht, dann kann ich Ihnen auch ein Glück verschreiben. Doch, also wenn das mit den Karten doch klappt, dann können Sie gerne nochmal kommen. Und wenn nicht? Naja, dann, ich brauche ja nicht noch eine Tasche. Also dann brauchen Sie nicht nochmal kommen. Sagen Sie es doch bitte ehrlich. Soll ich die Tasche wieder mitnehmen? Stört die? Nein, die stört nicht. Das ist okay. Aber nicht, da kann ich jedem dann später die Geschichte erzählen von Harald Schmidt, der mir mal WM-Karten versprochen hatte und das dann nicht eingehalten hat. Es gibt ganz schlechte Publicity. Na, Fabi. Ja, Fabi. Wenn du die Geschichte verstehst, dann wirst du die auch erzählt bekommen. Mhm. Schade, dann bin ich wahrscheinlich schon bei 9 Live. Ich kann es nicht mehr. Es ist mir wahnsinnig unangenehm. Ja? Sie sehen, ich habe hier schon ein bisschen Adventsatmo gemacht, um es ein bisschen abzumildern, ja? Ich kann nichts dafür. Du bist schuld! Wieso soll ich? Du hast mir das wieder eingeredet! Du hättest dich mal informieren können, wie man überhaupt an Karten kommt. Ja, ich dachte, die könnte man kaufen, aber ja. Dem ist es mit den WM-Tickets, das war definitiv deine Idee. Es war natürlich ich meine Idee. Ich bin bei der ARD, das ist doch kein Problem jetzt. Die hauen die WM-Tickets raus, die haben Kontingente. Habe ich echt gedacht, ja. Aber das muss nicht Ihr Problem sein, meine verehrten jungen Mütter, die Sie seit einem Jahr nicht mehr durchschlafen, weil der Kleine doch ein bisschen lebhafter ist als gedacht. Oder wenn Sie zu Hause sitzen und sagen, ist meinem Mann das Pilz umgefallen oder war es schon die Fruchtblase? Ich bin um diese Tage ausgezählt auf mich, meine sehr verehrten Schwangeren und gerade frisch gebärenden Akademikerinnen, können Sie sich verlassen. Ach. Ja, natürlich! Ich kämpfe für schwangere Akademikerinnen. Folgendes, ich wusste es nicht. Ich dachte, okay, man geht hin und kauft die Karten. Ja. Ich kannte das nicht, dieses Verfahren, dass man nur übers Internet rankommt, dass man die Karten zugeteilt bekommt, wie früher in der schlechten Zeit die Butter. Ja? Ich bin bereit, den Konsum anzukurbeln. Ich bin bereit zu kaufen, nur man muss es mich doch lassen. Also, 130 Frauen sind entweder schwanger oder haben bereits entbunden. Oder wie es konkret heißt, wurden bereits entbunden. Einige davon wollen gar keine WM-Karten, die Taschen kriegen alle, 108 möchten aber jeweils 2 WM-Karten. Das heißt, meine lieben, verehrten Sponsoren. Ich weine oft, wenn ich höre, wie sogenannte Linke über die multinationalen Konzerne herzieht, ohne die ein so wunderbares Ereignis gerade für die jungen Menschen dieser Welt wie eine Fußballweltmeisterschaft gar nicht durchzuziehen wäre. Ich kaufe nur bei Konzernen ein, die in mindestens 142 Ländern dieser Erde vertreten sind und dort in erster Linie auch die Menschenrechte hochhalten. Mit anderen Worten, ich brauche 280 Karten. Das Problem ist natürlich, ich kann Sie, nehmen wir mal an, Sie sind ein internationaler, von glücklichen Kühen, nach deren Erlaubnis herausgenommenes Hackfleisch-Bulettenhersteller. Okay. Oder Sie stellen eine koffeinhaltige Brause her, die man schon Kindern gibt, weil sie einfach die Nervenzellen stärken und Blut bilden. Ja. So wie man früher gesagt hat, iss mal rote Beete, macht genau. Blut. Ja? Oder Sie sind ein sympathischer Autohersteller aus Schwaben, der zu bescheiden ist, um nach den Sternen zu greifen. Sie sind doch gar nicht dabei.
Bitte? Die sind doch gar nicht dabei. Das sind doch die anderen, die das immer durchgehen. Ja, das ist doch gar nicht. Ich sagte nur ein Beispiel. Ich habe gar keine konkreten Firmen vor Augen. Nee, ist ja klar. Ja, ich armer Hyundai. So. Wenn Sie Karten verschenken möchten, ich meine, wir kaufen sie auch. Oder wenn Sie sagen, ich habe so eine Lounge, komm doch mit 150 Schwangeren in eine unserer Loungen. Ja? Gut, ich krieg nicht 150 Schwangere in eine Lounge. Das ist ja, wir sind ja hier in Guantanamo. Ja? Genau. Aber wenn Sie es vielleicht auf drei Loungen verteilen. Ich darf hier um diese Sendezeit in dieser Sendung keine Markennamen nennen. Wir sind ja nicht wetten, das. Nein, natürlich ja, nicht. So. Es bestünde aber die Möglichkeit, dass ich mich in meiner servilen, unterwürfigen Art bei der ARD in den Dreck werfe und sage, vielleicht können wir ausnahmsweise eine Sondersendung im Vorabendprogramm machen, da wo unser lieber Freund Jörg Pilawa ist oder wo bald die Braut wider Willen gedreht ist. Und das ist Werbefernsehen und da könnte ich sie nennen. Das heißt also, wir könnten die Damen, die Mütter, die Schwangeren dorthin einladen. Ich sage, guck mal an, unsere Sponsoren, sie haben 10.000 Karten geschickt. Brauche ich gar nicht, aber finde ich eine tolle Sache. Ja? Wir losen dann den einzelnen Damen die Spiele zu, denn ich meine, viele hoffen vielleicht aufs Finale für Karten und müssen zu Deutschland gegen Ecuador. Genau. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Also, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, ein Kontingent werbeträchtig zu platzieren, wir nehmen die gerne ab. Oder auch, wenn Sie Karten verkaufen wollen, zu zivilen Preisen. Und kurz vor Beginn der Show, wenn immer ein sogenanntes Warm-up mit dem Publikum stattfindet, habe ich doch tatsächlich zwei Herren hier kennengelernt, die WM-Karten haben. Der eine hat 4 für Deutschland gegen Ecuador und der andere Herr hat 2 für das Achtelfinale in Dortmund und nicht mal die FIFA weiß, wer da spielt, genau. Weil da muss ja erst sozusagen die Vorrunde beendet sein. Meine Frage an Sie. Und ich spreche hier im Dienst der Schwangeren, die zum Beispiel für uns ein Döschen, och lecker, Gammelfleischbrei mit zartem Schimmel gekriegt hätten. Das gehört doch hier nicht rein. Genauso wenig wie die Betriebsratsbarbie von VW. Also bitte, wie soll ich denn da noch eine Sponsor? Hast du mir wieder heimlich reingepackt? Der Herr mit 4 Karten für Deutschland und Ecuador, würden Sie die verkaufen? Es kommt auf den Preis an. Wie viel haben Sie bezahlt? Pro Stück 100 Euro. Wie viel wollen Sie für 4 Karten haben? 400 haben Sie bezahlt? Sie haben ja Ihr Wort gegeben, den Schwangeren. Was ist Ihnen Ihr Wort denn wert? Da bin ich flexibel. Achso, ich soll den Preis nennen? Ein Angebot machen, ja. Naja, also wenn die Mehrwertsteuer und so, da fahren Sie schlecht, weil ich natürlich dann... ich versuche das natürlich. Ja, so, machen wir es einfach. Also vierstellig sollte es schon sein pro Karte. Vierstellig pro Karte. Ich weiß nicht, ob er sich damit jetzt nicht strafbar macht. Das ist, wir wissen es nicht. Ja. Aber Sepp Blatter ist sehr streng mit seiner Kontrolle. Vierstellig pro Karte. 1000 Euro pro Karte. Ja. Sollte schon sein. Das kann ich nicht machen. Ich würde es Ihnen gönnen, aber ich versaue mir den Markt. Verstehen Sie? Okay. Das heißt, ich muss bei irgendeinem Bulettensponsor dann die Toiletten putzen, wenn ich jetzt schon vierstellig für eine Karte bezahle. Deutschland gegen Ecuador? Jawohl. Ja. Entscheidendes Spiel in der Gruppe. Ja. Aber das ist definitiv für den Einstieg. Ich würde es Ihnen persönlich gönnen, aber ich muss ja an die dann, ich brauche ja dann noch 196 Karten. Dann mache ich mir alles kaputt. Ich würde Ihnen sagen, haben Sie ein Spannespiel, dieses stinklangweilige 1:1, dieses Querpassgekicke, wo man nach dem alten Spiel gegen Österreich damals Sehnsucht kriegt, ja? Aber trotzdem einen tollen, gehen Sie mit der Familie oder mit Freunden? Beides. Also, verstehe. Mit 4 Karten. Sie verkaufen nicht, okay. Sie haben natürlich schon eine Karte für das Achtelfinale, ja? Sie wissen, was haben Sie bezahlt für die Karte? Ich glaube 80 Euro pro Karte. Pro Karte für das Achtelfinale? Ja. Was wollen Sie haben? 500 für 2 Karten. Beide Karten für 500 Euro? Ja. Und Sie verzichten auf das Achtelfinale? Ja, klar. Da sind wir im Geschäft! Ja. So. Ja? Ja. Machen wir hinterher. Das finde ich sehr sympathisch, weil da haben Sie so einen Anfang gemacht, ja? Da verdoppel ich, kriegen Sie 1000. Okay. Ja. Wow. So.
500 ist, oder? Oder nicht? Achtelfinale, zwei Karten, Achtelfinale. Das ist aber auch schon mit zwei Pfeilern dazwischen, ne? Also 80 Euro pro Karte. Ja, aber das ist ja gut. Da, du kennst das Westfalenstadion in Dortmund, da gibt es Plätze außerhalb jeder Zeitzone, ne? Wissen Sie, in Dortmund ist das. Wissen Sie, wo die Plätze sind? Viel Spaß damit und auf die Damen. Ach, guck mal, und er, wissen Sie, wofür er sich beworben hat? Ja. Angola gegen Portugal. Ja, ja, also ich bitte dich. Das ist das erste Spiel in Köln. Da ist man doch dankbar, wenn man zwei Säulen vor sich hat. Also, zwei Karten habe ich schon mal. Mhm. Ja? Jetzt brauche ich noch 214. Das, ja. das müsste zu machen sein. Ja. Ja? Und deine gibst du ja auch ein, wenn du welche kriegst. Na ja. Komm, Manuel, also das finde ich jetzt schon ein super Zug von dir. Du hast dich doch noch für zwei andere Spiele beworben, oder? Nee, für eins, auch für das Deutschland-Ecuador-Spiel. Aber, also komm, vier Karten von dir, wenn du sie kriegst. Kommt auf den Preis an, Chef. Also das ist ein gutes Einstiegsangebot. Du willst sie auch verkaufen? Ja, wieso soll ich dir die denn schenken? Nicht mir, unserem Publikum. Du würdest als Großverdiener der ARD Karten, die du zugeteilt bekommst, verkaufen für unser Publikum? Und wenn meine Kinder weinen, weil sie dann nicht ins Stadion können? Dann schick sie raus zum Spielen. Wenn meine Kinder weinen, ja, bin ich hier im Musical? Oliver Twist für ganz Arme. Wenn deine Kinder weinen, solltest du dich fragen, was du in der Erziehung falsch gemacht hast. Oder schenk ihnen was. Hier, das kriegt deine Kinder von mir. Das ist doch süß. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ja? Ich habe es jetzt schon gekriegt. Dieser Hund ist so süß. Schauen Sie mal, wissen Sie, was das Tolle an einem Hund ist? Wenn Sie den süß auf der Nase anstupsen, ja? Schauen Sie, was er dann macht. Da kann der deinen Kindern die Tränen weglecken.